Herzlich willkommen bei den Globista Reise News. Wir sprechen heute über das Thema AIDA-Kreuzfahrten und möchten einen Rückblick wagen auf das turbulente Jahr 2021. Und ich freue mich, dass Steffen Gaux, unser AIDA-Kreuzfahrtexperte, hier mit dabei ist und ein Stück weit Rede und Antwort stehen wird. Mein Name ist Pascal Brückmann. Ich leite den Geschäftsbereich Touristik bei der Funke Mediengruppe und unsere Reisemarke Globista. Und ja, dann lass uns mal einsteigen, Steffen. Das Jahr war wirklich verrückt, teilweise nicht schön, aber so langsam sind die Dinge dann doch im wahrsten Sinne des Wortes in Fahrt gekommen. Wie hat sich denn die Kreuzfahrtbranche insgesamt rückwirkend geschlagen? Also ich würde auf jeden Fall unterm Strich sagen, besser als 2020. Wenn 2020 so das Jahr des Stillstands war, dann war 2021 sicherlich das Jahr des Aufbruchs, das Jahr des Neustarts, des Restarts. Auf AIDA gemünzt muss man sagen, wenn man sich mal umguckt und ein Jahr zurückblickt, zum Jahreswechsel 2020-21 sind exakt 0 Schiffe gefahren. Wobei man fairerweise sagen muss, dass das nicht nur an der Pandemie lag, sondern kurz vor Weihnachten sind ja 2 Schiffe auf den Kanarischen Inseln gestartet. Die sind dann wieder lahmgelegt worden wegen eines Hackerangriffs. Also inzwischen es kam fast dann, vergessen, also ja, waren viele Katastrophen, ehrlich gesagt. Es kam für AIDA wirklich ganz dicke im Zuge dieser Pandemie. Und also mittlerweile hat AIDA es geschafft, 10 Schiffe wieder in Fahrt zu bringen im Laufe dieser Zeit. Also der eigentliche Restart kam dann am 20. März mit AIDA Perla auf den Kanaren. Und von dort an ist es eben gelungen, dass jedes Schiff, das von diesem Datum an in Dienst gestellt worden ist, auch bis heute ohne Unterbrechung wieder fährt. Es war aber schon auffällig, dass AIDA insgesamt ja etwas zurückhaltender, etwas vorsichtiger war, während TUI Cruises, der andere große Wettbewerber aus Deutschland, ja immer schon vorgeprescht ist, erstmal blaue Reisen gemacht hat und schon längst unterwegs war, als AIDA noch in den Häfen lag. Ja, also die Pause für TUI Cruises war in der Tat wesentlich kürzer. Also es war ja März 2020, als die Pandemie auch nach Europa kam, mit dem Lockdown dann auch die Schiffe alle stillstanden. TUI Cruises ist am 24. Juli zum ersten Mal wieder gestartet ab Hamburg mit den sogenannten blauen Reisen. Mhm. Marketingtechnisch natürlich wirklich großartig, weil mittlerweile spricht man, glaube ich, in der gesamten Kreuzfahrtbranche von blauen Reisen, wenn man Kreuzfahrten meint, die nur übers Meer führen und keine Häfen ansteuern. Mhm. Das hat TUI Cruises wirklich gut hinbekommen. AIDA wollte damals ja auch starten. Also sie wollten kurz später starten, Anfang August 2020, mit 3 Schiffen ab Deutschland. Ich weiß bis heute nicht so richtig, warum das nicht geklappt hat. Manche sagen, es lag auch ein bisschen am Flaggenstart. Also die AIDA-Schiffe fahren ja unter italienischer Flagge. TUI fährt unter maltesischer Flagge. Da sagt man, dass der maltesische Flaggenstart da etwas unkomplizierter und einfacher zu handeln ist als der italienische. Es hat dann bei AIDA in der Tat ein bisschen gedauert und es war dann Mitte Oktober 2020, da startete dann AIDA Blue mit Bella Italia Reisen. Da hat der Neustart tatsächlich geklappt, vorerst, aber dann hat die pandemische Entwicklung AIDA wieder eingeholt und nach 2 Reisen musste der Versuch wieder abgebrochen werden, weil Italien dann auch wieder Hochrisikogebiet wurde. Wirklich geklappt hat dann erst der dritte Versuch im März diesen Jahres, aber der dann auch wirklich erfolgreich. Und Sie haben sich ja auch wieder an Bord gewagt. Sie konnten es nicht mehr aushalten und mussten wieder aufs Schiff. Wie war es denn so und wo waren Sie, auf welcher Route? Ich war tatsächlich anderthalb Jahre nicht auf dem Schiff, also das letzte Mal vor Corona im November 2019 auf der AIDA Nova. Und das erste Mal dann wieder an Bord gewesen am 22. Mai diesen Jahres. Da startete AIDA Sol als zweites Schiff der Flotte ab Kiel. Also es war tatsächlich auch die erste Deutschlandabfahrt für AIDA seit Pandemieausbruch. Und das war im Prinzip, ich greife den Ausdruck jetzt nochmal auch so eine blaue Reise, die AIDA dann aber Ahoi-Touren genannt hat. Also Reisen ohne Landgang. Das waren dann 7 Tage ab bis Kiel. Es ging dann so ein bisschen an Rügen vorbei, durch Kattegat und Skagerrak. Und es gab einiges zu sehen von Bord aus, aber es gab eben keinen richtigen Landgang. Und es war schon anders an Bord. Es gab keine Buffets. Kriegt man Seekoller, also dass man irgendwann sagt, so, also jetzt, ich mag das Meer, ich mag das Schiff, ich kenne jetzt jede Ecke vom Schiff, ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich habe Sport gemacht, aber
Jetzt muss ich jetzt doch wieder zurück an Land. Also eine Woche ist ja schon lang. Also ich muss dazu sagen, es war nicht die erste Reise, die ich gemacht habe ohne Landgang, weil eigentlich erfunden hat diese Reise, diese Art der Reise, glaube ich, AIDA. Damals haben sie noch vermarktet unter dem Namen AIDA Pur. Das gab es häufiger mal als Transreise vom Mittelmeer nach Dubai. Mhm. Das waren dann, glaube ich, 11 oder 12 Seetage am Stück. So eine Reise habe ich auch mal mitgemacht und selbst da habe ich keinen Schiffskoller bekommen. Also ich bin immer noch der Meinung, dass das Schiff so viel bietet, dass man auch 10, 12 Tage und eine Woche dann natürlich erst recht sich an Bord gut beschäftigen kann, entspannen kann, erholen kann. Und ja, es war in der Phase dann auch im Mai, nach den langen Monaten des Lockdowns in Deutschland, wirklich mal wieder so ein bisschen Normalität. Also, aber Stichwort Normalität, ja, ich kann wieder reisen, ich bin wieder auf dem Schiff, aber wie viel Normalität ist dann letztlich da, angesichts dann doch eines strengen Regelwerks? Also wie sehen die Regeln an Bord aus? Was muss ich wissen als Passagier, auf was ich mich da einlasse? Also sie waren natürlich am Anfang noch mal bedeutend härter, als sie es jetzt sind. Sie sind immer noch hart und streng im Vergleich zu dem, was vor Corona war. Wobei hygienemäßig, muss man sagen, war die Kreuzfahrt immer schon ganz weit vorne. Ein Crewmitglied hat auf meiner letzten Reise zu mir gesagt, die Hotels an Land sind mit ihren Hygienestandards jetzt ungefähr da, wo die Kreuzfahrt vor der Pandemie war. Ja, die Regeln zum Start der AIDA Sol ab Deutschland waren noch so, dass also, weil wir auch mit dem Impffortschritt noch nicht so weit waren, dass durchaus also auch ungeimpft, ich war damals auch noch ungeimpft, ungeimpfte Passagiere an Bord durften. Aber es galt eben eine maximale Auslastung von, ich glaube, 40% auf dieser Reise. Wir waren also auf der AIDA Sol, die ja über 2000 Passagiere fasst, keine 1000. Maskenpflicht natürlich, ein strenges Testkonzept. Wir mussten uns 3 Tage vor der Abfahrt einen PCR-Test unterziehen und wurden dann beim Check-in im Terminal nochmal getestet. An Bord Abstand. Also man muss sich das vorstellen, man durfte an der Bar nicht Platz nehmen, an den Tischen, in den Bars war jeder zweite Tisch gesperrt. Auch in den Restaurants wurde auf Abstand geachtet, was natürlich bei der Auslastung auch jetzt nicht so schwer fällt, als wäre das Schiff voll. Es gab keine Buffets, es gab keine Partys oder ähnliches. Also es war schon bedeutend ruhiger an Bord, als man das von früheren Zeiten her gewohnt war. Das heißt, um jetzt mal auch den Spieß ein bisschen umzudrehen, für den Passagier kann es durchaus auch Vorteile haben, jetzt im Moment sich für eine Kreuzfahrt zu entscheiden, einfach weil es nicht so rummelig, nicht so trubelig, nicht so voll zugeht? Oder wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, also ich sag mal, aus Passagiersicht ist es natürlich ein Vorteil, wenn das Schiff nicht ganz voll ist. Mhm. Also es ist auch nicht so, ich meine ja immer viele Leute, die der Kreuzfahrt nicht so zugeneigt sind, dass das wie eine Legebatterie ist auf so einem Kreuzfahrtschiff. Das kann ich also zurückweisen. Aber es ist natürlich jetzt nochmal wesentlich entspannter. Man merkt natürlich auch, dass man viel mehr Platz hat. Wobei sich das natürlich auch, muss man dann auch sagen, ein bisschen relativiert, wenn ich sage, ungefähr Hälfte Auslastung und jeder zweite Tisch in der Bar ist gesperrt, das relativiert sich natürlich hier und da auch ein bisschen. Oder im Theater, wenn dann Abstand gehalten werden muss, wenn dann weniger Leute da sind und weniger Platz, gleicht sich das unterm Strich immer wieder so ein bisschen aus. Gibt es denn auch Dinge, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben und noch nicht funktionieren, wo man sagt, also an der Stelle ist einfach das nicht kompatibel, Stichwort Sauna, Stichwort andere Aktivitäten, wo man einfach sagt, also an der Stelle geht es noch nicht. Also was an Bord, glaube ich, immer noch nicht stattfindet, das sind Partys. Mhm. Also es wird versucht, so ein bisschen etwas in diese Richtung wieder möglich zu machen, indem so Kopfhörerpartys zum Beispiel. Kopfhörerpartys zum Beispiel, also die Silent Party, da kommt man, muss man vielleicht mal jemandem erklären, der das nicht kennt. Da gibt es 3 DJs, die auf 3 verschiedenen Kanälen Musik spielen. Und man entscheidet sich dann, indem man die Kopfhörer aufsetzt, für einen dieser Kanäle. Und das geht dann halt auf so einer Tanzfläche dann wild durcheinander. Der eine hört das, der andere das. Am lustigsten ist es übrigens immer, wenn man dann mal die Kopfhörer absetzt und das Mitgesumme und Mitgesinge der Passagiere dann so aufnimmt. Aber das ist natürlich was im Moment stattfindet, allerdings auch mit sehr angezogener Handbremse. Mhm. Also während die DJs früher da die Leute wirklich animiert haben, irgendwie was auch zu machen, ist das, ist,
man hört einfach Musik jetzt im Moment. Ja. Man setzt die Kopfhörer auf, hört Musik, bewegt sich vielleicht ein bisschen zur Musik. Das war es dann auch schon. Und andere Partys, wo es dann dicht an dicht zugeht, sind im Moment eben auch noch nicht möglich. Ja. Buffets sind wieder möglich, das gibt es wieder. Ja. Mittlerweile ja auch wieder Landgänge. Also das ging ja dann so im Juni los. Dass, oder teilweise nur Pflichtlandgänge. Also sprich, man musste einen Ausflug über die Reederei buchen und konnte nur in dieser Gruppe sich dann bewegen an Land. Also das betraf vor allem die Reisen erstmal auf den Kanaren und im Mittelmeer dann. Aber dann auch die Reisen eben ab Deutschland, als Landgänge wieder möglich wurden, dass es nur über AIDA gebuchte Ausflüge möglich war. Mhm. Also ich musste bei der Reederei einen Ausflug buchen, individuell durfte ich nicht an Land. Das kam dann erst wieder zurück mit der Einführung der Impfpflicht. Mhm. Das war ja auch das sehr überraschend. AIDA Mar war dann als, ich weiß gar nicht, viertes, fünftes Schiff wieder zurück in Dienst, sollte eigentlich Kreuzfahrten ab Hamburg dann Richtung Niederlande starten. Dann wurden die Niederlande zum Hochrisikogebiet und dann kamen auf einmal zwei Hammernachrichten in kurzer Zeit. Norwegen öffnet wieder seine Häfen. Damit hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt niemand gerechnet, weil Norwegen da sehr streng war in den vergangenen anderthalb Jahren. Und die Impfpflicht kam, weil die norwegischen Behörden eben gesagt haben, wir lassen euch nur dann anlegen, wenn alle Passagiere an Bord geimpft sind. Und dafür gibt es dann aber auch wieder individuelle Landgänge. So kam der individuelle Landgang zurück und auf AIDA Mar hat sich das prima eingespielt mit der Impfpflicht. Und AIDA hat ja dann auch zwei Monate später auf allen anderen Schiffen nachgezogen und seit Ende Oktober gilt auf allen AIDA-Schiffen die Impfpflicht und ja quasi, man kann sagen 1G+. Wir reden ja hier immer über 2G, 3G, 2G+. Auf dem Schiff muss man sagen, gilt 1G+. Also es dürfen nur Geimpfte an Bord, auch Genesene. Der Genesenenstatus reicht nicht aus. Ich brauche einen vollständigen Impfschutz. Man wird, bevor man an Bord kommt, mindestens zweimal getestet. In der Regel im Moment einen Tag vorher und beim Check-in. Und an Bord ist eben nach wie vor Abstand und Maskenpflicht angesagt. Also viel mehr Sicherheit geht im Moment eigentlich nicht. Aber ich glaube, zur Wahrheit gehört auch, diejenigen, die in diesem Jahr, im Jahr 2021 eine Kreuzfahrt gebucht haben, mussten auch unwahrscheinlich flexibel sein. Das heißt, es kam immer wieder zu Änderungen, Route, Regelwerk etc. pp. Ich glaube, die Anpassungen, die waren schon sehr, sehr erheblich, die da immer wieder rausgingen. Natürlich gezwungenermaßen. Aber haben Sie das Gefühl, die Gäste haben das dann doch mitgemacht? Oder was für eine Art von Gästen sind überhaupt jetzt auf den Kreuzfahrtschiffen? Sind es eigentlich nur die Hardcore-Fans, die hart gesotten sind? Oder haben Sie auch Erstkreuzfahrer antreffen können? Es gab tatsächlich bei der schon erwähnten Ahoi-Tour mit der AIDA Sol im Mai auch Erstfahrer an Bord. Aber natürlich der Bärenanteil sind eher die schon häufiger auf dem Schiff waren. Das ist im Moment so. Allerdings macht sich gerade auch durch diese stringente 1G-Plus-Regel bei vielen auch der Eindruck breit, dass es vielleicht auf dem Schiff sogar sicherer ist als in einem Hotel an Land. Ja. Und das kann ich nicht so wirklich von der Hand weisen. Das ist so. Also die Regeln da sind wirklich viel strenger als in Hotels an Land. Und insofern kommen auch viele dann auf den Trichter, Mensch, das ist vielleicht in der augenblicklichen Situation doch eher etwas sicherer und dann machen wir mal eine Kreuzfahrt. Aber klar, Bärenanteil, Vielfahrer, Fans. Stichwort öffentliche Wahrnehmung. Fanden Sie, die Öffentlichkeit ist insgesamt mit der Kreuzfahrt fair umgegangen, weil Kreuzfahrt und Corona, das waren ja immer sehr starke Schlagzeilen, die auch heute immer noch reichweitenstark verbreitet werden. Ist die Kreuzfahrt jetzt ein Problemfall oder ist sie vielleicht sogar umgekehrt eine der Reiseformen, die unter den gegebenen Umständen mit am sichersten gelten kann? Also das muss ich aus zwei Winkeln betrachten. Zum einen muss ich da ein bisschen zurückblicken auf den Ausbruch der Pandemie. Da war die Kreuzfahrt natürlich wie viele andere Bereiche auf solche Szenarien einfach nicht so hundertprozentig darauf vorbereitet. Und es gab ja dann auch eben die Schlagzeilen im März 2020 von Kreuzfahrtschiffen, auf denen Corona ausgebrochen ist und die aber keine Erlaubnis bekamen, in irgendwelchen Häfen anzulegen. Die schipperten dann auf dem Meer rum, wussten nicht, wo sie mit ihren Infizierten hin sollten. Und dann breitete sich das Virus auf dem Schiff weiter aus.
Das war natürlich eine Vermischung. Die Behörden an Land wussten nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollten. Auf dem Schiff wusste man es nicht so richtig. Aber alle Beteiligten haben sehr viel gelernt in diesen anderthalb Jahren. Sie haben sich sehr akribisch darauf vorbereitet, auf den Restart. Und also die letzten Monate zeigen meiner Meinung nach ganz eindeutig, dass es funktioniert. Man wird auch mit 1G+ nicht zu 100% ausschließen können, dass irgendwo mal ein Corona-Infizierter das Schiff betritt und da möglicherweise auch ein paar andere Mitreisende oder Crewmitglieder ansteckt. Ja. Die 100%ige Sicherheit gibt es auch da nicht. Insofern muss man auch da dann sagen, das kann passieren. Die entscheidende Frage ist, wie gehe ich dann damit um, wenn das passiert? Mhm. Und da zeigt meine Erfahrung aus den letzten Monaten, dass die Hygienekonzepte funktionieren, dass die entsprechenden Passagiere und Crewmitglieder dann isoliert werden. Mhm. Das ist ja auch so. Also dadurch, dass die Auslastung reduziert ist, gibt es Möglichkeiten, bestimmte Bereiche auf dem Schiff vorzuhalten, als Isolierstation sozusagen, wo also dann infizierte Passagiere zur Not untergebracht werden können. Also da sind die Vorbereitungen schon sehr gut getroffen worden. Und im Augenblick würde ich tatsächlich sagen, es gibt kaum eine sichere Form, Urlaub zu machen als auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja, okay, halten wir fest, die Schiffe fahren wieder. Die Gäste kommen langsam zurück. Corona ist im Rahmen der Möglichkeiten bestmöglich organisiert, ohne dass es die 100%ige Sicherheit gibt. Aber die Auslastung, die liegt ja weiter bei 40%, 50%, 60%. Wie lange können die großen Unternehmen das eigentlich durchhalten? Kann AIDA eines Tages auch pleite gehen, weil einfach zu viel Kosten da sind an Schiff, an Tonnage, an Personal? AIDA hat ja kein anderes Geschäftsmodell. Die haben nur dieses eine Geschäftsmodell. Wie lange können die Reedereien das jetzt überhaupt durchhalten? Also zunächst mal muss ich sagen, dass natürlich jedes Unternehmen theoretisch pleite gehen kann. Das ist so, also in der Theorie kann das auch AIDA passieren. Und steckt hinter AIDA ja ein mächtiger, großer, weltweit operierender Konzern, die Carnival Corporation, das größte Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Entsprechend aber auch ganz groß betroffen. Natürlich ganz groß betroffen, aber natürlich auch mit einem wahnsinnigen Finanzvolumen dahinter, Aktien notiert und natürlich auch im Zweifelsfall interessant für neue Geldgeber. Also als Beispiel, relativ am Anfang der Pandemie, das müsste so im April 2020 gewesen sein, sind die Saudis bei Carnival eingestiegen, also ein saudischer Staatsfonds mit, ich glaube, 300, 340 Millionen Euro, 8% Aktienanteil gekauft. Ich glaube, in einer weiteren Notsituation wird es immer potenzielle Geldgeber geben, weil der Glaube daran, dass sich diese Branche wieder erholen wird in besseren Zeiten, glaube ich, sehr groß ist. Mhm. Also würde ich die Wahrscheinlichkeit, dass AIDA pleite geht, als sehr, 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 sehr gering einschätzen. Ja. Was die Auslastung anbelangt, die Schiffe fahren im Moment je nach Fahrtgebiet so mit 50%-70% Auslastung, zumindest maximale Auslastung. Tatsächlich ist es teilweise noch deutlich drunter. Aber man muss sich auch mal vorstellen, ein Schiff kann ich nicht einfach irgendwo abstellen, wenn ich es nicht brauche. Also wenn ich mein Auto nicht brauche, dann stelle ich es in die Garage und das Schlimmste, was ich habe, sind laufende Kosten, Versicherungen und Steuern. So einfach funktioniert das bei einem Schiff nicht. Ich kann ein Schiff nicht einfach irgendwo anlegen und abschließen und dann wieder betreten, wenn ich es brauche. Das muss dauerhaft betrieben werden. Dann geht das in den sogenannten Cold Layup. Das heißt, ich habe wirklich die minimalste Crew an Bord. Aber die brauche ich, um das Schiff zu betreiben. Und somit verursacht ein solches Schiff natürlich Kosten. Ich kann die Maschinen auch nicht für Monate ausmachen, die müssen laufen. Und insofern verursacht ein solches Schiff im Stillstand Kosten. Das geht in die Millionen. Und selbst wenn ich vielleicht mit einer 40-50%igen Auslastung nicht in die Gewinnzone fahre, reduziere ich aber auf jeden Fall mal die Verluste. Ja. Und ganz davon ab, im Zuge der Pandemie hat Carnival auch verlautbaren lassen, dass sie bei einer Auslastung von 30%-50%, je nach Schiffsgröße, die Gewinnschwelle erreichen. Ja. Also glaube ich schon, dass bei einer Auslastung von über 50% auch heute schon wieder durchaus Gewinne möglich sind und auch drin sind. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Wir werden dann in einem nächsten Slot auch nochmal den Jahresausblick wagen und dann gibt es hoffentlich auch wieder positivere Themen. Vielen Dank und viel Spaß beim nächsten Clip von Globista.